was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Gansel Rechtsanwälte. Das Update. Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist mit einer neuen Update-Folge. Ich bin Martin Wiesel und bei mir ist wie immer die hippe Sina. Hallo Sina. Hi Martin. Und ebenfalls wieder dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hallo. Wir haben heute wieder drei kleine rechtliche Leckerbissen für euch dabei, die ihr entweder auf euer Leben anwenden oder mit denen ihr bei der nächsten Zoom-Konferenz angeben könnt. Heute geht es um die Massenentlassungen bei Maredo und beim Flughafen Frankfurt, ums Autofahren bei Schnee und Eis und um die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung. Mit letzterem starten wir. In unserer letzten Podcast-Folge mit Kaya Keller haben wir es bereits kurz angerissen. Letzten Dienstag, also am 19. Januar, haben sich die Kanzlerin und die Minister einmal mehr zusammengesetzt und über die Corona-Maßnahmen entschieden. Eine davon ist die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, die am 27. Januar, also aus eurer Sicht gestern, in Kraft tritt. Damit soll laut Arbeitsminister Hubertus Heil mehr Hygieneschutz in Betrieben gewährleistet werden. Insbesondere sagt die Regelung, dass ArbeitgeberInnen Zusammenkünfte von mehreren Personen auf das betriebsnotwendige Minimum reduzieren und dabei, wenn möglich, auf Informationstechnologie zurückgreifen sollen. Das ist die umständliche Variante des Bundesministeriums zu sagen, dass die Beschäftigten ins Homeoffice geschickt werden müssen, wenn es nicht anders geht. Müssen doch mehrere Personen im Betrieb zusammenkommen, sollen folgende neue Regelungen eingehalten werden. Es müssen mindestens 10 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen, wenn sich mehrere Mitarbeitende gleichzeitig in einem Raum aufhalten. In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten sollen feste Arbeitsgruppen eingeteilt werden und der Betrieb muss medizinische Masken, also FFP2-Masken oder diese blau-türkisen, zur Verfügung stellen. Weiterhin gelten zudem der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Maskenpflicht und es muss auch weiterhin am Arbeitsplatz für Flüssigseife und Handtuchspender gesorgt und regelmäßig gelüftet werden. Die Maßnahmen der neuen Arbeitsschutzverordnung wurden zunächst bis zum 15. März 2021 befristet. Da ist zum Thema Pass hier noch ein Hinweis für Selbstständige und Unternehmen. Die Überbrückungshilfe 3, also eine der staatlichen Finanzspritzen für gebeutelte UnternehmerInnen, bei der die Fixkosten anteilig erstattet werden, soll hier ebenfalls verbessert werden. Und zwar war es ja teilweise schwer zu verstehen, ob man antragsberechtigt ist oder nicht. Deshalb wurde entschieden, dass nun jedes Unternehmen für die Überbrückungshilfe 3 in Frage kommt, das in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% erlitten hat und insgesamt nicht mehr als 750 Millionen Euro pro Jahr umsetzt. Zudem wurde die Überbrückungshilfe 3 auf November und Dezember 2020 erweitert. Also auch wer in diesem Zeitraum Umsatzeinbrüche hatte, kann noch Überbrückungshilfe 3 bekommen. Die Höhe der Zahlung wurde auf maximal 1,5 Millionen Euro pro Monat angehoben und Abschlagszahlungen gibt es jetzt bis zu 100.000 Euro. Alle Änderungen im Detail findet ihr auf unserer Webseite. Nach wie vor gilt, dass die Überbrückungshilfe 3 nur von sogenannten prüfenden Dritten, also zum Beispiel Anwältinnen, gestellt werden kann. Wir bei Gansel machen das natürlich für euch und das Coole dabei, der Staat übernimmt bis zu 90% der Anwaltskosten. So viel zu dem Thema und jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was wirklich wichtig ist in der Welt, nämlich das Autofahren. Ja, absolut. Sina, erzähl doch mal, was ich in diesen frostigen Zeiten beachten müsste, wenn mein Auto nicht kaputt wäre. Ja, in der Tat, wir haben ganz schön gefroren diesen Monat und laut dem Wetterfrosch ist es mit Kälte, Eis und Schnee noch nicht vorbei. Auch der Februar wird eisig, lieber Martin. Deswegen haben wir für euch Autofahrer einmal knapp zusammengefasst, worauf ihr bei Winterwetter achten müsst, damit ihr kein Bußgeld kassiert. Oft ist es ja so, dass sich Schneehaufen auf den Straßen anhäufen, sodass ein Parken direkt am Bordstein nicht mehr möglich ist. Dadurch parkt ihr in der Regel oder oft zu weit auf der Straße und behindert den Straßenverkehr. Solltet ihr euch auch in dieser Situation wiederfinden, bleibt euch leider nichts anderes übrig, als einen neuen Parkplatz zu suchen. Ansonsten droht euch ein Bußgeld und/oder die Abschleppung eures Fahrzeuges. Und das kann teuer werden. Übrigens, es liegt in der Natur der Sache, dass die Scheiben beim Parken auch gerne mal zuschneien und man den Parkausweis oder Parkschein nicht erkennen kann. Es liegt dann in der Aufgabe des Kontrolleurs, den Schnee wegzuwischen, um zu gucken, ob ihr einen gültigen Parkausweis oder Parkschein hinter die Scheibe gelegt habt. Ein Bußgeld darf nicht von euch verlangt werden. Kommen wir aber zu dem, wozu ihr verpflichtet seid. Wenn euer Auto zugeschneit ist und ihr wieder auf die Straße wollt, müsst ihr euer komplettes Fahrzeug vom Schnee befreien. Also nicht nur Spiegel und Außenscheiben, sondern auch Scheinwerfer und Kennzeichen. Bei nur teilweisen Freikratzen der Scheiben und Außenspiegel droht euch ein Bußgeld von 10 Euro. Bei einem nur teilweise erkennbaren Kennzeichen 5 Euro.
Auch das Autodach dürft ihr keinesfalls vergessen und müsst ihr auch vom Schnee befreien. Ansonsten kann es sehr gefährlich für den nachfolgenden Verkehr werden. Bei Missachtung droht euch ein Bußgeld von bis zu 80 Euro. Stellt sich dann zu guter Letzt die Frage, wie man sich zu verhalten hat, wenn man eingeschneite Straßenschilder nicht erkennen kann. Manche Verkehrsschilder wie Stopp- oder Hauptstraßenschilder sind allein an ihrer Form deutlich erkennbar. Daher sind diese Schilder selbst, wenn sie vollkommen eingeschneit sind, für euch verbindlich. Etwas anders sieht es dabei runden Schildern aus. Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeiten lassen sich unter Umständen tatsächlich nicht mehr erkennen. Werdet ihr jedoch geblitzt, liegt es an euch zu beweisen, dass das Schild nicht zu erkennen war. Beispielsweise durch das Vorlegen eines kostenpflichtigen Wettergutachtens. Und man wird strenger mit euch ins Gericht gehen, wenn ihr ortskundig seid, denn dann ist davon auszugehen, dass ihr die geltenden Straßenverkehrsregeln kennt und ihr die Straße schon öfters gefahren seid. Also da aufpassen. Bevor ihr also ein Bußgeld riskiert, lieber langsamer als zu schnell fahren, dahin ist ohnehin zu raten, wenn es draußen eisig ist und Schnee liegt. Und wenn es bei euch in diesem Jahr nicht nur Schneeflocken, sondern auch Bußgelder geschneit hat, könnt ihr gerne euren Bußgeldbescheid von uns prüfen lassen. Geht dafür einfach auf unsere Website www.ganze-rechtsanwälte.de und die Prüfung ist für euch kostenfrei und unverbindlich. Vielen Dank, Sina, aus dem verschneiten Winterberg. Sehr gerne. Und was zum Himmel ist eigentlich ein Wettergutachten, Sina? Erklär doch mal. Ich habe doch keine Ahnung. Aber es kostet auf jeden Fall was. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Thema der heutigen Folge und das hat Nico für uns mitgebracht. Ja, und der Corona-Pandemie leidet nämlich auch die Wirtschaft, die liegt nämlich zu großen Teilen brach. Das gilt auch für die Steakhouse-Kette Marelo. Die hat nämlich schon im März 2020 Insolvenz angemeldet und seitdem so gut wie alle 450 MitarbeiterInnen entlassen. Und so läuft das momentan deutschlandweit. Zum Beispiel beim IT-Unternehmen IBM sind 1.000 Entlassungen geplant. Beim Auto- und Maschinenzulieferer Schaeffler sind gar 4.000 Stellen an 16 Standorten in Deutschland in Gefahr und auch H&M will wohl bis zu 800 Stellen streichen. Und selbes geschieht auch am Frankfurter Flughafen. Und der Frankfurter Flughafen ist ja ziemlich wichtig in Deutschland, denn es ist ja ein regelrechter Knotenpunkt für Europa und die ganze Welt. Und da der Flugverkehr aber weltweit nur noch bei ca. 30% Auslastung liegt, liegt auch der Frankfurter Flughafen regelrecht brach. Dort hat zum Beispiel die Visag AG bereits ein Viertel seiner Belegschaft entlassen und auch die Fraport AG, die für die Organisation und Verwaltung des Flughafens zuständig ist, hat seine Mitarbeitenden bereits auf große Entlassungswellen vorbereitet. Dort befinden sich momentan ca. 18.000 der 22.000 MitarbeiterInnen immer noch in Kurzarbeit. Aufgrund der fehlenden Umsätze sollen nun massiv Stellen abgebaut werden, da Experten auch keinen raschen Aufschwung nach der Corona-Pandemie in der Flugindustrie erwarten. Und große Kritik hat das jetzt vor allen Dingen bei der Gewerkschaft Verdi und anderen Beteiligten hervorgerufen, denn die wirtschaftliche Not soll in diesem Fall für zuvor schon getroffene Einsparungen als Vorwand genutzt werden. Und zudem soll auch der Vorstand nicht ausreichend über sozialverträgliche Lösungen nachgedacht haben, die sie ihren Mitarbeitenden bieten kann. Fakt ist, die Fraport AG sagt, sie kündigt die MitarbeiterInnen betriebsbedingt. Ob das rechtlich gesehen auch wirklich stimmt, das stellen wir jetzt einfach mal so dahin. Aber auch eine betriebsbedingte Kündigung ist nicht immer rechtens. Zum Beispiel geplante Schließungen, der Verkauf eines Unternehmens oder die Insolvenz sind nicht immer ein ausreichender Grund für betriebsbedingte Entlassungen. Und als Angestellte sollte man da hellhörig werden, denn wer betroffen ist, sollte sich wehren. Seid ihr da draußen also von Entlassungswellen betroffen, ja, dann wendet euch an uns und gemeinsam mit unseren ExpertInnen für Arbeitsrecht könnt ihr eine höhere Abfindung erstreichen. Denn die Chance darauf steigt, wenn man sich einen Rechtsbeistand zu Rate zieht, anstatt alleine gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ins Feld zu ziehen. Also nutzt unsere kostenfreie Erstberatung im Arbeitsrecht und versucht, eure Rechte geltend zu machen und eine höhere Abfindung zu erstreiten. Vielen Dank, Nico. Ich fasse die heutige Folge nochmal zusammen. Die Bundesregierung macht eine Homeoffice-Ansage, bitte das Auto vom Schnee befreien und bei Kündigung schnell zu ganz Rechtsanwälte. Damit sind wir für heute durch. Danke, Sina. Danke, Nico. Bitteschön. Sehr gern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss. Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.